Eigentlich habe ich gerade schon fast ein ganzes Video aufgenommen und habe dann bemerkt, dass ich gar nicht aufgenommen habe. Und das passt einfach gerade total rein. Weil ich habe gerade schon darüber gesprochen. Also eigentlich hat es damit angefangen, dass ich ein Video aufnehmen wollte für MS persönlich und ich angefangen habe, hey, und was geht? Und wollte dann eine Introduction machen und hab's aber immer wieder verkackt und irgendwann saß ich dann halt einfach so hier und dachte mir, fuck it. Das wird nichts. Das ist einfach einer dieser Tage, an denen ich mich fühle, als ob ich nichts geschissen kriege, nichts kann, nichts wert bin, alles sinnlos ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich im Moment schon wieder Schlafstörungen habe, dass ich nicht vor 4, 5, 6 Uhr morgens einschlafen kann, egal was ich versuche. Ich weiß auch nicht, wo sie herkommen. Ich habe jetzt richtigen Kaffee und nicht diese 3-in-1-Dinger, diesen Instant-Kaffee. Vielleicht liegt es daran. Es ist aber auch gerade unglaublich viel in meinem Kopf, weil ich halt einfach gerade in so einer Phase bin, die, ja, wie ich gerade halt schon gesagt habe, wo ich halt denke, dass ich nichts kann, dass nichts gut genug ist, dass ich mir halt über Geld Gedanken mache, mir Gedanken mache, wie es weitergehen soll mit mir. Alles so aussichtslos erscheint, obwohl ich weiß, dass geldtechnisch, auch wenn es manchmal echt schwierig aussah, ich das immer irgendwie hinkriege und dass ich meinen Weg schon finde und meine Ziele schon erreichen werde, weil ich das will. Aber manchmal fühle ich mich halt so, ich mache nicht genug oder selbst wenn ich den ganzen Tag wirklich richtig viel mache, dann fühle ich mich abends trotzdem, als ob ich nichts geschafft hätte und es nicht gut genug ist. Und dann halt auch noch dieser eigene Anspruch dazu und dann halt auch, ja, vor der Kamera zu sitzen und einen auf Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, weil eigentlich, ne, sind ja diese, hey, was geht, ich bin richtig gut drauf, immer und 24 Stunden lang YouTube-Videos, die geklicktesten, mit den meisten Klicks. Aber ich habe halt auch den Anspruch, meinen Channel so authentisch wie möglich zu machen. Und dann verliere ich mich aber auch manchmal halt da drin. Dann gucke ich diesen YouTube-Kanal und jenen YouTube-Kanal mit ganz vielen Klicks, die aber Content machen, den ich selber niemals irgendwie machen würde. Und ich dann aber das Gefühl habe, ja, aber so funktioniert es, vielleicht sollte ich davon was übernehmen. Obwohl ich ja eigentlich halt meinen Content so gestalten will, wie ich ihn haben möchte. Also wie ich bin. Und ich glaube, ihr würdet das ja auch merken, wenn ihr halt Videos schaut und ja, ich halt nicht strahle, ich mein Strahlen nicht habe und einfach lustlos da sitze. Aber manchmal bin ich auch lustlos. Also nicht lustlos, ich würde dann schon das Video aufnehmen, aber halt dann nicht so und die ganze Zeit da sitzen und fast eine Starre kriegen, sondern halt einfach so ganz normal reden und ja, keine Ahnung. Und dann halt auch noch manchmal so, ich weiß ja, dass ich was Gutes mache mit der MS und mit meinen MS-Videos, mit dem Aufklären, und ich sehe das ja auch, weil das halt die Videos mit den meisten Klicks sind und Kommentaren. Aber manchmal denke ich mir halt dann auch so, Mann, verdammt, aber ich bin noch viel mehr als MS und ich mache so viele coole Sachen und keine Ahnung, das mit dem Kochen, ich mag meine Rezepte und ich mag auch zu reisen und ich meine, ich habe jetzt nicht die guten Videoskills, aber manche Videos, auf die bin ich schon stolz oder finde die gar nicht mal so kacke. Und
Ja, wie gesagt, ich bin halt mehr als meine MS. Und das habe ich in dem Video, was ich nicht aufgenommen, auch schon aufgenommen. Und da habe ich zum Beispiel auch das Beispiel genommen, dass ich zum Beispiel auch auf glitzernde Leuchtponys stehe und nicht nur ja, über MS reden muss. Oder, ja, halt gerne bastle und gerne koche und gerne reise, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist. Und ich mag halt auch nicht so richtig nur auf die MS reduziert werden, aber vielleicht werde ich das ja gar nicht. Vielleicht mache ich das ja auch dann selber. Ach, ich weiß auch nicht, das Leben ist kompliziert. Warum können wir nicht alle Glitzerpartys sein? Ist echt cool, oder? Guckt euch das an. 3 Euro nachts angetrunken in der Bar gekauft. Naja, wie dem auch sei. Keine Ahnung, heute war es einfach mal jetzt so ein... Es ist ja nicht mal ein Beschwerdevideo, es ist ja einfach nur ein... Was geht gerade in Laras Kopf vor Video? Keine Ahnung, vielleicht. Ich glaube aber, jeder kennt das, dass es manchmal einfach so Tage gibt, wo man sich so denkt, boah, kein Bock. Kein Nerv. Lass mich alle zufrieden. Ich hasse Menschen, ich hasse mich. Ich will ja einfach nur sitzen mit meinem Kaffee und meinem Leuchtpony und mir die Decke über dem Kopf ziehen und Welt aus. Ja, vielleicht liegt es auch so ein bisschen heute daran, weil es voll bewölkt ist und auch relativ kühl. Es ist Winter. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es jetzt eine Phase ist. Dass es dann auch bald wieder vergeht. Ja, und wenn ihr irgendwie einen Job für mich habt, so Artikel für irgendwelche Zeitungen zu schreiben, schreibt mir bitte eine PM. Eine Privatnachricht bei Facebook. Ich brauche Geld. Nein, wirklich, wenn ihr das habt, dann bitte schreibt mich an. Wenn ihr bestimmte Symptome habt, die ihr gerne, die besonders wichtig für euch sind oder von denen ihr möchtet, dass ich darüber spreche und die vielleicht nicht immer im Buch sind, kann ja sein, dann fände ich es total cool, wenn ihr mir das sagen würdet. Und die letzten 2 Minuten habe ich gerade damit verbracht, Bullshit zu labern. Deshalb höre ich jetzt auf und wünsche euch einen tollen 3. Advent im Kreise eurer Liebsten. Und ich hoffe, dass euer Tag besser ist und ihr euch besser fühlt. Und alles ganz toll und Glitzer ist, wie dieses Glitzerleuchtpony. Ja, ich stehe sehr drauf. Ich kann es euch auch noch 5 Millionen Mal zeigen und close up. Und nein, ich habe keinen Tropfen genommen. Und nein, ich bin nicht betrunken. Ich habe nur Kaffee und Schlafstörungen. Aber kommt wahrscheinlich aufs Gleiche mal raus. Und genau, Pony und ich wünschen euch jetzt, wie gesagt, einen schönen 3. Advent und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.